AS Rom ist einfach für diese Art von Angriffen perfekt aufgestellt, hat sehr gute Spieler in der Balleroberung, Spieler, die sehr schnell den Blick in die Tiefe haben mit Salah und mit Gervinho, feilschnelle Stürmer, die sehr schnell in guten Positionen sind und dass man dann eben halt, wenn man da eben halt Stellungsfehler macht, taktisch nicht optimal aufgestellt ist, dass natürlich diese Mannschaft dann solche Tore gegen uns schießen kann, das ist klar. Dass wir, wenn wir mit der besten Mannschaft Spaniens und der besten Mannschaft Italiens in einer Gruppe sind, dass das eben halt eine knappe Entscheidung wird bis zum letzten Spieltag. Das war von vornherein klar. Wir hätten uns eine etwas bessere Ausgangssituation heute verschaffen können, aber ist uns leider trotz der wirklich guten Leistung nicht gelungen. Aber wir geben natürlich nicht auf.